Hallo liebe Fabila iMac-Zuschauer, Fabian hier mit einem Test zu Horn. Horn ist das neue Spiel der Dark Meadow-Macher. Allerdings, so viel kann ich schon mal verraten, qualitativ um Längen besser. Horn ist im genau genommen sogar ein echter iOS-Meilenstein. Einer dieser seltenen Titel, der Maßstäbe setzt. Denn es ist das erste Mal, dass die Unreal Graphic Engine in einer mehr oder weniger frei begehbaren Adventure-Fantasy-Umgebung in einem mobilen Spiel eingesetzt wird. Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über den jungen Horn, der zu Beginn des Spiels in einer völlig zerstörten und veränderten Welt zu sich kommt. Ihr begleitet Horn nun durch dieses Ico- und Zelda-ähnliche Abenteuer und versucht herauszufinden, was passiert ist und wie ihr die Welt wieder in Ordnung bringen könnt. Genauer werde ich auch gar nicht auf die Geschichte eingehen, um euch nichts zu verraten. Where am I? Horn fühlt sich an wie eine Mischung aus den großartigsten und besten Action-Adventures bzw. der besten Action-Adventure-Serien der letzten Jahre. Ein bisschen Zelda, ein wenig Infinity Blade, etwas Fable, gemischt mit einer grandiosen Grafik und einer sehr fantasievoll gestalteten Welt. Im mobilen Bereich ist diese Mischung einzigartig. Ihr müsst Rätsel lösen, Musikstücke erlernen, wie bei Zelda, Fackeln anzünden, Schalter umlegen und so Gebiete freischalten, die ihr vorher nicht erreichen konntet. Das Tolle an Horn ist, dass die Welt frei begehbar ist. Klar, die Pfade sind relativ strikt vorgegeben. Es ist jetzt nicht so, dass ihr eine riesige, freie Prärie vor euch habt, die ihr begehen könnt. Innerhalb eurer Pfade könnt ihr euch aber frei bewegen. Hinzu kommt, dass alle Schauplätze fließend und ohne Wartezeiten ineinander übergehen und man so das Gefühl hat, eine große, zusammenhängende Welt zu entdecken. Brave lad, but how did you come to be out here in the middle of the night? I don't know. I woke up in a tower. I think it was the Cuthbert Library Tower, but it seems so old, like a ruin. Ein Herzstück des Spiels ist ohne Zweifel die Steuerung, denn die Entwickler haben es geschafft, das Spiel mit einer total simplen und doch komplexen Steuerung auszustatten. Ihr bewegt euren Helden frei durch das Spiel, indem ihr einfach auf die Stellen tappt, wo ihr hinlaufen wollt. Horn bewegt sich dann genau dorthin. Während Horn sich bewegt, könnt ihr durch Fingerstreiche noch durch die Gegend schauen und die wunderschönen Grafiken genießen. Oder den Blick auf wertvolle Gegenstände erhaschen. Horn springt an Abgründen automatisch. Allerdings müsst ihr im richtigen Moment noch auf den Bildschirm tappen, um euch an Vorsprüngen festzuhalten. Durch das Wischen nach oben klettert Horn anschließend den Vorsprung hinauf. Trefft ihr auf einen Gegner, schalten die Kontrollen in eine Kampfsteuerung. Am unteren Bildschirmrand sind Pfeile eingeblendet, mit denen ihr nach rechts und links ausweichen könnt. Durch Wischgesten malträtiert ihr die Schwachstelle eures Feindes. Zwischendurch müsst ihr durch eine Wischgeste nach oben immer wieder springen, um Angriffen eures Gegners auszuweichen. An den Seiten des Bildschirms könnt ihr Gegenstände wie Heiltränke und Bomben nutzen, um eure Lebensenergie aufzufrischen oder den Gegner weiter zu schwächen. Am oberen Bildschirmrand wird eure Energie sowie die eures Feindes angezeigt. Na klar, es gibt auch Stellen im Spiel, wo die Steuerung nicht optimal funktioniert und man an Ecken und Kanten hängen bleibt. Aber im Großen und Ganzen funktioniert die Steuerung wirklich sehr gut und da kann man über die paar kleinen Schwächen gut drüber hinwegsehen. Grab me! No, you idiot! What? Was that?
Besonders gelungen ist den Entwicklern die Geschichte des Titels. Diese mag nicht herausragend originell sein, da man einige Elemente schon aus anderen Spielen kennt, aber sie ist spannend und fesselnd bis zum Ende des Spiels. Außerdem bekommt ihr zahlreiche Zwischensequenzen mit Sprachausgabe und deutschen Untertiteln zu sehen und die Präsentation des Spiels ist generell ausgezeichnet. Die Stimmung ist düster und mysteriös, gleichzeitig aber auch voller witziger Anekdoten und Spitzen. Über die grafische Qualität brauche ich eigentlich gar nicht viel zu erzählen, denn diese bewegt sich auf gewohnt herausragendem Unreal Graphic Engine Niveau. Zusätzlich haben es die Entwickler aber geschafft, sehr fantasievolle Umgebungen und Charaktere sowie liebevolle Details zu schaffen, die einen wirklich in diese Welt hineinziehen. Cuthbert? Wait. This is Ebbeard River Hollow, but it looks so different. Mein Fazit. Horn ist einer dieser seltenen Titel, welcher Maßstäbe setzt. Technisch hervorragend, spielerisch erstklassig und mit einer exzellenten und fesselnden Geschichte ausgestattet. Ein Spiel, wie man es im mobilen Bereich in dieser Qualität noch nicht gesehen hat. Auf älteren iOS-Geräten solltet ihr allerdings grafisch ein paar Abstriche machen. Richtig genießen könnt ihr den Titel nur auf einem iPhone 4S, einem iPad 2 oder am besten auf dem neuen iPad. Ab iPhone 4 abwärts läuft der Titel nicht mehr ganz so flüssig und die optische Brillanz nimmt auch ab. Dennoch spreche ich eine ganz klare Empfehlung für Horn aus. Der Titel ist für 5,49 € als Universal App für iPod Touch, iPhone und iPad erhältlich und zählt ganz klar zu den Pflichtkäufen für euer Gerät. Das war's von mir. Ich würde mich über einen Daumen nach oben für das Video freuen oder ein YouTube-Abo oder beides und reichlich Kommentare eurerseits. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian. I'll meet you on the other side of the pass, Horn. Unhand me, foul beast! How are you alive? You're just ahead! I am Pygon. Pygon, do not live. Pygon cannot die. Life and death are curses from the mother. First creature, you will help me retrieve my body and then... Be quiet! Oh no! We must find out if anyone's here. And so it was that Horn and Aunt Belle were awakened from the Pygon curse. But what of the strange crystal? What power did it wield? And what dark secrets would the Pygon head reveal?